Endlich wieder ein glückliches Lächeln auf den Lippen. Mario Gomez hat gute Nachrichten zu vermelden. 2:1 gegen Zürich und dabei eine direkte Torbeteiligung bei seinem Pflichtspieldebüt für den AC Florenz. Vielleicht der Anfang eines Happy Ends für den lange so unglücklichen Stürmer. Die Florentiner lieben ihren Mario. Bei seiner Vorstellung wurde Gomez gefeiert wie ein Messias und prompt die Bestie getauft. Denn auch in seinem letzten Jahr bei Bayern hatte er getroffen, wie er wollte. Wenn er denn mal spielen durfte. Dann war natürlich Sommerpause und ich habe mir überlegt, was mache ich. Und ich weiß, wie der Verein denkt, ich weiß, wie der neue Trainer denkt, ich weiß, wie die Philosophie ist. Und dann ist es auch kein Ärger oder keine Wut, sondern es ist einfach der Fußball, der sich verändert, der sich weiterentwickelt, der neue Trainer, neue Philosophie. Und habe dann für mich einfach entschieden, okay, ich kann jetzt bei Bayern bleiben, dann sitze ich vielleicht 3 Jahre, so wie letztes Jahr, 50% auf der Bank, habe am Ende 3 Meisterschaften mehr, vielleicht sogar nochmal einen Champions-League-Titel mehr. Oder ich kann jetzt einfach für mich sagen, ich möchte mich nochmal weiterentwickeln. Für Gomez war der Wechsel nach Italien auch eine Flucht vor der jahrelangen Kritik an seiner Spielweise. Er ist zwar treffsicher wie kaum ein Zweiter, 112 Tore in 172 Spielen für Bayern belegen das eindrucksvoll. Aber er repräsentiert einen Stürmertyp, der immer mehr aufs Abstellgleis gerät. Unvergessen Mehmet Scholls harsche Kritik während der EM 2012. Gomez könne sich wund liegen. Ein Schlag ins Gesicht für den sensiblen Angreifer. Es gibt für mich keinen Grund, mich zu ändern. Ich glaube, ich bin in den letzten 5, 6 Jahren der erfolgreichste deutsche Stürmer. Ich habe in den letzten 2 Jahren in der Champions League, im modernen Fußball, in der modernen Champions League, die meisten Tore nach Messi gemacht. Also ich möchte wissen, warum es einen Grund gibt, warum ich mich ändern sollte. Gomez bleibt seinem Stil treu, dem des bulligen Strafraumstürmers, der von der Stärke im Abschluss lebt und von seiner Physis. Und die ist bestens nach einer mehrwöchigen Vorbereitung, wie sie in Italien üblich ist. Gomez fühlt sich bereit für sein neues Leben in der Toskana und er hat noch viel vor. Man sieht, wie sehr die Italiener danach lechzen, wieder in Europa den Stellenwert zu bekommen, den sie hatten vor Jahren. Und gerade auch der Verein Florenz, der die letzten Jahre eine schwere Zeit hatte. Die Fans, die freuen sich jetzt einfach, dass in dem Verein was vorwärts geht. Die Fans hat Gomez bereits in Euphorie versetzt. Es gibt mehr als doppelt so viele Dauerkartenverkäufe wie im letzten Jahr. Sein Trikot mit der Nummer 33 bricht alle Verkaufsrekorde. Und auch die Mannschaft hält viel von ihm. Mario Gomez ist ein Spieler, der nicht nur Flanken braucht. Er taucht im Strafraum ab, sucht die Tiefe und den Wechsel mit seinem Partner. Insgesamt ist er ein wichtiger Spieler für uns und wir werden versuchen, ihn so gut zu bedienen, wie es nur geht. Er ist jetzt schon ein wichtiger Spieler. Natürlich muss er sich aber noch besser in die Mannschaft integrieren und die Mannschaft muss ihn auch erst kennenlernen. Der 28-jährige Gomez könnte in Italien seinen Frieden finden, denn hier bekommt er die Anerkennung und Zuneigung, die er in 4 Jahren Bayern München immer so sehr vermisst hat.